So, heute gehen wir zu SM Seaside Mall. Die Arne und ich, wir sind hier im Aufzug. Wir gehen Ground Floor und dann mal sehen, wie wir da hinkommen. Alright, alright, alright. Da müssen wir hin, die SM Seaside Mall. Ab morgen ist ja wieder Enhanced Quarantine. Das heißt, da geht die ganze Scheiße wie hier wieder von vorne los. Huh? Arnie, ja. The shit starts again from the beginning. Weil hier so viele Coronavirus-Fälle sind, müssen wir schauen. Da werden wahrscheinlich alle Malls wieder geschlossen. Ja, was heißt wahrscheinlich? Ganz sicher. Das heißt, heute ist die Malls letzte Mal geöffnet. So, laut meiner Navigation sind es 3,7 Kilometer. Wir laufen jetzt hier. Da hinten ist ja die Mall. Sieht ganz nah aus. Wir laufen jetzt hier, muss ein super Weg sein, ja, der geht hier geradeaus bis zur Mall und man muss nicht an der Hauptstraße gehen. Schön, das ist nochmal hier unsere Anlage. Ob es gut ist oder schlecht ist, dass wir hierher gekommen sind, aber jetzt sind wir da, jetzt haben wir für einen Monat bezahlt und jetzt müssen wir halt das Beste aus der Situation machen. Leider werden auch alle internationalen Flüge wieder gestrichen. Die Inlandsflüge werden wieder gestrichen. Die kriegen hier voll die Panik. Auch mit dem, was in den United States passiert. Da ist ja voll die Corona-Katastrophe im Gange. Und hier auf den Philippinen gibt es immer wieder neue Fälle. Und die kriegen das halt überhaupt nicht in den Griff. Und die schieben hier voll die Panik, die wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Und die Menschen gehen pleite, das kann hier noch Monate, manche sprechen hier von 2 Jahren dauern. Und die warten hier alle auf diese Impfung. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Wir machen das Beste draus, die Arne und ich. Sie kann ja nicht nach Hause, nach Butuan suchen, das Beste aus dieser Situation zu machen, liebe Leute. Ist sicherlich nicht einfach. Wunderschöne Blumen hier. Das ist alles Sumpfgebiet hier. Und ich habe es nicht hundertprozentig gewusst. Aber da, wo wir gestern waren, das ist ja da hinten. Das ist alles künstlich aufgefüllt. Das war alles nur, das ist hier auf der Karte blau eingezeichnet, dieses Grasland. Weil das ist alles Überschwemmungsgebiet. Das heißt, das alles, was wir hier sehen, das ist alles künstlich aufgefüllt. So, nach langem Rumirren haben wir jetzt die richtige Straße gefunden. Maps Me stimmt überhaupt nicht. Das ist ja unser Sanremo. Und eigentlich ist es nur raus, dann hier rum und da geradeaus. Hätte man natürlich jetzt auch das Motorrad nehmen können, dann wären es nur 2-3 Minuten gewesen. Aber wir wollen zu Fuß. Dieser Manzanitas-Baum, die wachsen hier wild. Und hier kann man sich dann die Früchte holen und essen. Die sind sehr reich an Vitamin C. Da ist der nächste Baum. Schau, da hängen sie dran. Hier haben wir sie, die Manzanitas. Sehr reich an Vitamin C und anderen Mineralien und Spurenelementen und kostenlos. Hat hier ganz viele Bäume. Da ist auch wieder einer, schaut. Ohne Ende gibt es sie hier. Die wachsen wild. Haben wir unseren Vitamin C Bedarf gedeckt für heute und jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ah, da vorne gibt es sogar ein Papaya. Diese Manzanita Bäume, die scheinen hier wirklich wild zu wachsen. Da ist echt alles voll mit denen. Gehört hier zu der nativen, da ist auch wieder einer, zu der nativen Vegetation. Da ist auch wieder einer, ist alles voll. Da, das sind alles Manzanita Bäume hier. Ah, schaut, da hängt alles voll. Hier, 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 da hinten, Wahnsinn. Wenn wir fortgehen, immer einen Tupperbehälter dabei und die Arni meint, wir sollen das jetzt da reinsammeln und das kann man dann auch am nächsten Tag, wenn man es in den Kühlschrank gibt, kann man es auch noch essen und ja, schaut mal, yummy, ja, there are a lot of them, da sind so viele. Wir sind gleich da.
Während dem Manzanita-Essen sind wir schon fast angekommen. What is this, Arnie? I'm not sure. Dude. What do you think it is? Ocean Park. Ah, okay. You will see. Sieht auf jeden Fall ganz interessant aus, dieses Gebäude hier. Vielleicht ist das der Ocean Park mit den vielen Aquarien drin. Also, jetzt wissen wir es hundertprozentig, das ist der Ocean Park, weil da oben sind die Vögel. Aber der wird wahrscheinlich geschlossen sein. Der Cebu City Ocean Park ist der größte Ozeanpark von den Philippinen. Und ja, hier sehen wir ein bisschen was von außen. Da haben sie hier so tropisch und Vögel, Papageien und Sittiche. Und dann halt die ganzen, das ist dann hier in diesem Betonkomplex drin, diese ganzen Aquarien. Das ist Recreation Tools. Ja? Ja, ganz interessant hier. So, die Arnie fragt mal, ob die morgen auch noch geöffnet sind, wenn hier das Lockdown kommt. Okay, salamat. Okay, also food. Da ist die Mall, Seaside City, und da ist das Ozeanarium. Until further information. Ah, okay, also das wird alles offen sein. Und wir kommen dann selbstverständlich, wir kommen selbstverständlich auch hier mit dem Motorrad dann her. So, hier handeln sie mit Fisch. Aber das ist schon vorbei, die sind hier schon am Ausruhen. Fresh Fish Carrier, gut. Das ist die Straße, die hier rüberkommt. Und hier die ESM. Zurück nehmen wir wahrscheinlich ein Taxi heute, weil das ist schon weit angekommen in der Mall. Mal sehen, wo der Eingang ist. Gigantische Mall, Wahnsinn. Das ist vielleicht die größte Mall, die ich jemals hier gesehen habe. Ja, wir laufen hier immer noch um die Mall rum. Hello. Und suchen den Eingang verzweifelt. So, da vorne ist er. There is the entrance gate. Da vorne ist er. Ich denke, wir sind schon 5 Kilometer jetzt gelaufen. Da hinten rechts. Das ist alles der Ocean Sea Park. Schaut mal, ein riesiger Komplex. Ist aber... What do you think is closed, huh? Cebu... Hier. Cebu Ocean Park. Eingang in die Mall. So, hier sind wir in diesem gigantischen Komplex. Boah. Krispy Kreme. Yeah, my head on making me yeah. I want unglaublich, jetzt haben die wieder Kuchen, Torten hergestellt und alles. Und jetzt können sie alles wieder zumachen. Manche Geschäfte haben auch geschlossen, wie hier zum Beispiel dieser Red Ribbon. Unglaublich. Because today they already closing or what? Yeah, today is the close. Ah, die fangen schon an, alles zu schließen heute. Weil ab morgen ist alles wieder, da muss man natürlich schon als... Wenn man hier Politiker ist, muss man auch schon ganz schön einen an der Waffel haben, was die hier für einen ökonomischen Schaden anrichten. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Ja. Unglaublich, wenn das sind hier Multi Geschäfte. Ja. Das ist unvorstellbar.
Und dann alles zu, kann man nichts mehr kaufen, ist alles paralysiert. Ja. Das ist also wirklich, hier ist der Eingang zum Supermarkt. Muss man hier auch anstehen. Mal nachher rein, das ist natürlich hier ein mega, mega Supermarkt. Aber jetzt schauen wir erstmal hier weiter uns um. Ja, ich weiß nicht, wohin das noch alles führt mit diesem Coronavirus. Aber ich denke, das wird hier noch eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber auf den Philippinen kann das noch ein, zwei Jahre dauern. Die haben manche Gebiete, haben sie komplett abgeriegelt, die wollen niemand mehr reinlassen. So wie zum Beispiel in Davao. Und ja, es ist unvorstellbar. Der Präsident kommt jeden Tag mit neuen Dingern her. Der spricht jeden Tag im Fernsehen. Ist nicht mehr nachvollziehbar, die Rolltreppen sind schon außer Betrieb, Strom sparen. Man hat es, glaube ich, einfach nicht verstanden. Und so macht der ganze Wahnsinn weiter. Unglaublich, ist hier wie so eine Geisterstadt. Keine Menschen, keine Geschäfte geöffnet. Dieses riesige Ding hier. Unglaublich. Unvorstellbar. Unbelievable, huh? It's like we are alone here. Ja, ich habe mir schon gedacht, vielleicht ist es ganz gut, dass wir hier so weit ab sind vom Schuss bei unserem Sanremo. Ich habe schon so ein bisschen die Kommentare gelesen. Das wird mir nicht gefallen, das wäre mir zu klein. Andere haben wieder gesagt, es ist schön, es ist klein, es ist günstig, es ist weit ab vom Schuss. Und wer weiß, wenn es hier Massenproteste gibt im Zentrum von Cebu City mit Gewaltausschreitungen und so weiter, was ich nicht auszuschließen vermag, dann sind wir auf jeden Fall hier weit weg. Das wäre die positive Seite. Der Supermarkt hier unten, der wird geöffnet bleiben. Da kann man also nach wie vor Lebensmittel einkaufen. Insofern mache ich mir da eigentlich wenig Sorgen. Ja, danke. Ne? Da gibt's Schusswaffen. Boah. Unglaublich.
This is Cilantro here. It's not parsley. Eine. Für die Kinder Wahnsinn. Bowlingbahnen. What is there, babe? Eisskating. Really? Eine Eislaufbahn. Da bin ich ja gespannt. Treppe diesmal in hellgrün. Das ist alles für Kinder hier. Da hinten soll die Schlittschuhbahn sein, sagt die Arnie. Ist natürlich jetzt außer Betrieb. Da wäre der Eingang. Und das ist dann eine riesige Eisbahn hier. Wow, die hat ja tatsächlich eine tolle Größe. Man hofft hier, dass am 1. Juli wieder alles aufmacht. Also sind positive Aussichten. Wir sind hier voll relaxed. Vielleicht ist es auch einfach mal ein Privileg, die Dinge mal so zu sehen. Ja, es gibt ja verschiedene Meinungen über solche Malls und solche Dinge. Ja, ich bin eigentlich früher auch nicht begeistert gewesen. Ja. Und habe mich hier auch schon so ein bisschen philippinisch entwickelt. Ist hier wirklich für mich, ich habe da wenig gesehen auf der Welt in der Hinsicht, nur so Flughäfen und so. Und für mich ist das einfach nur gigantisch. Die zweitgrößte Mall von den Philippinen nach der Mall of Asia. Da habe ich ja auch schon ein Video gemacht. Und das ist eine alte Mall, die finde ich auch nicht besonders schön. Die ist halt flächenmäßig riesengroß, da ist viel auch außen. Ah, let's have a look to Cebu, babe. Wir schauen hier nochmal rüber, die Aussicht. Ist ja einfach wahnsinnig tolle Läden haben zum Essen. So, jetzt schaut mal, da hinten ist Cebu Zentrum. Da hinten seht ihr die Hochhäuser. Dann hier der Hafen. Und hier wäre noch ein Eingang. Natürlich hätte diese Mall normalerweise hier mehrere Eingänge, ist klar. Dieses riesige Ding. Hier nochmal mit Weitwinkel, dass man sich hier diese Dimensionen hier so ein bisschen vorstellen kann. Wie gesagt, man müsste sich immer mal wieder bewusst machen, wir sind hier in den Philippinen. Philippinen ist ein drittes Weltland, gehört zu den armen Ländern auf diesem Planeten. Mit 105 Millionen Einwohnern, mit sehr steigender Tendenz, höchstes Bevölkerungswachstum auf unserem Planeten. Und dann das, ne, diese Gegensätze, auch allein hier schon in diesem Video, ist schon erstaunlich. Ne? Das ist also für mich jetzt eines der bemerkenswertesten Dinge hier auf den Philippinen. Ich habe jetzt schon einiges hier von diesem Land gesehen. Bitte schaut auch meine älteren Videos, die. Ah, der Sicherheitsbeamte hat hier auch so ein Weglein. Und hier haben wir wieder so eine schöne Schnecke. Da kann man natürlich noch Glasaufzug fahren. Ah, da kommt er schon. Ah. Okay. Ah, da gibt es sogar eine Aufzugführerin. Gut. Das sieht echt lecker aus. So was habe ich auch noch nie gesehen. Interessant. Zum Frühstück. So, die Bäckerei. Have always the same things, nothing special. It's after when we come out, babe. So, da ist ja der Supermarkt, schaut mal, Wahnsinn. Will a car? Schaut mal die schönen Pomelos hier an. Und ganz grüne Melonen. Hier mehr Früchte. So, wir sind hier endlich mal schön am Gemüse kaufen. Früchte sind relativ teuer. Gemüse dagegen ist wieder günstig. Und da haben wir ja auch schon Calabaza. Der Kürbis ist hier ganz billig. Das sind 15 Pesos. Ja? And what do you take some leaf? Spinach. Heute gibt es eine schöne Suppe mit Glasnudeln und frischem Gemüse.
Hier gibt es Knoblauch, aber das ist zu viel. Hier könnte man natürlich auch so Minzglänzchen kaufen. Hier, die sind natürlich... Der Supermarkt jetzt die ganze Zeit offen ist, da können wir hier überleben. This was before always my favorite fish, this one. This was my favorite. This is all, das ist alles Barsch hier, ja, wie es so aussieht. Und ja, voll unglaublich hier, Fische. Es ist natürlich schade, dass die haben sterben müssen, aber trotzdem das Angebot hier für jemanden, der gerne Fisch isst, ist natürlich toll. Und hier genauso die Metzgerei, schaut mal. Das ist nicht mein Ding, da muss ich schnell weg. Ich kann so rohes Fleisch nicht sehen. So, was gibt es hier? Brokkoli. Wahrscheinlich auch der größte Supermarkt, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe, muss ich sagen. Der ist endlos da. Schaut mal diese riesige Fläche an. Die Hähnchentheke. Hier getrockneten Fisch. Black Rice. What is the price? Black Rice. And how much kilo is? 2 kilos. It's okay. And with our buy, only vegan food. Good, huh? And so we try to take a taxi back because we cannot carry this food back there. In this giant supermarket. Gar nicht viel los hier im Supermarkt. Hier ist dann an der Kasse, weil der so groß ist. Unser Einkauf, ich bin ja gespannt, was das kostet. Ja, da wird gleich sauber gemacht. Gut. Sicherheitsbeamte. Wir schauen hier nach dem Sicherheitsabstand. Wir haben jetzt Großeinkauf gemacht, aber es gibt keine Taxis mehr. Und jetzt muss uns der Capfood dass die Sachen in Sanremo bringen, weil sonst hätten wir es tragen müssen. Unglaublich. Ja, liebe Leute, das Abenteuer beginnt. Jetzt der nächste Lockdown. Keine Taxis mehr, die Mall schließt. Wir haben einen Großeinkauf gemacht und haben kein Taxi mehr gefunden und keinen Transport. Aber jetzt bringt uns so ein Crepe-Food, der wo Food Delivery macht, der bringt uns das Essen in die Rezeption von unserem Konto und dann bringen wir es so nach Hause. Also irgendwie hat alles funktioniert, aber es ist ein großes Abenteuer. Wir gehen jetzt dieses Mal in der Hauptstraße entlang. Do you wanna know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me. Das war's für heute. Diese riesige SM Seaside Mall. Wir sind beide erledigt, wir sind lange Zeit zu Fuß gegangen, sind ja so weg vom Schuss, ob das gut ist oder nicht. Jetzt ist es halt mal so. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Bleibt dran, halt euch hier in den Philippinen auf dem Laufenden. Und bis zum nächsten Film hier auf meinem Kanal. Tschüss! So, wir haben gekocht, eine vegane Suppe. Miss Arnie was the cooker. Filipino-Style. Ja, gut. Ja, mit vielen Pilzen, Glasnudeln. Ah, I'm very hungry. Ich bin so hungrig. Und endlich mal wieder was 100% Veganes, wo absolut nichts Tierisches drin ist. Arnie wollte noch so Suppenwürfel kaufen, Hühner und so. Sage ich, nein, das kommt mir nicht ins Haus. Das wird alles vegan.
Und wir machen hier mit frischem Kokosöl, haben hier einen riesen Einkauf gemacht. Schau, da gibt es Kokosöl in solchen, das habe ich extra gesucht. Die wollen also Pflanzenöle und so, nix, nur Kokosöl. Das ist das Endresultat, das schaut super lecker aus. Yeah, alright.